Super schickes Dachgeschoss. Nach Sanierung. Zweitbezug. Großer Dielen- und Garderobenbereich mit Gäste-WC und separater Garderobe. Aber wir fangen heute erstmal im Wohn- und offenen Küchenbereich an mit Terrasse, weil die Sonne steht heute gerade so richtig schön hier. Großer Wohnbereich. Gerade Fenster, damit es noch heller wird. Blick zur Terrasse. Hier haben wir jetzt den offenen Küchenbereich und Essbereich. Terrasse mit Unterstellmöglichkeit. Westseitig, abends die Sonne. Blick in den Gemeinschaftsgarten und zu den Stellplätzen. Aber hier haben wir Dachgeschoss im zweiten OG. Dann geht's zurück zum Wohnbereich und offenen Küchenbereich. Super großes Wohnbereich. Essbereich, offenen Küchenbereich. Super helle Wohnung. Drei Zimmer. So wenig wie möglich Dachschrägenfenster. Dann gehen wir weiter hier Richtung Schlafbereich. Heute wahrscheinlich auch den letzten Tag Sonne, was Sie gesagt haben. Aber hier nochmal schön das Parkett zu zeigen.
Dann haben wir hier den Garderobenbereich und Gäste-WC-Bereich. Gäste-WC mit großen Fenster, Handwaschbecken, Spiegel, schön gefliest. Natürlich auch am Fußboden große Fliesen, Anthrazitfarben. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Dann haben wir schon mal den Blick Richtung Schlafbereiche, zwei Schlafzimmer. Aber vorher haben wir hier rechts die Garderobe mit großem Fenster. Diele im Garderobenbereich. Gehen wir hier ins kleinere Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Gästezimmer. Wieder mit geraden Fenster. Südostseitig. Hier natürlich auch wieder Parkettfußboden. Im ersten Schlafzimmer Richtung Diele und Garderobe wieder. Und dann gehen wir hier ins große Elternschlafzimmer oder Pärchenschlafzimmer. Wenn sie noch keine Eltern sind, das ist ja egal. Aber auch wieder große Fenster. Natürlich gibt es im Dachgeschoss auch immer mehr wieder eine Säule drin, aber der Eigentümer hier hat es geschafft, schöne gerade Fenster einzubauen, um die Wohnung noch heller zu machen. Dann geht es wieder zurück,
Dielen- und Garderobenbereich. Und jetzt fehlt das Wichtigste noch, das Wannen- und Duschbad mit Fenster. Gegenüber dann Handwaschbecken, Vorhänge, WC mit Spiegel. Mittelausfluss, das heißt, als Pärchen kann man schön zu zweit baden. Da die Dusche. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Nochmal einen letzten Blick zum Gäste-WC und Richtung Wohnzimmer. Und dann sind wir durch die schöne Dachgeschosswohnung auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke.